Hallihallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder dass ihr mich gefunden habt. Heute bekommt ihr eine exklusive Legung vom Geburtstagskind. Tja, ich und meine Geburtstagsparty, das ist ja etwas Außergewöhnliches. Ich weiß, normale Menschen, diejenigen, die einfach solche Muggles sind vielleicht, ganz normale, ohne irgendwelchen magischen Einschnitte, die feiern ganz gechillt deren Geburtstag. Und bei mir sind meistens Kinder und Katzen eingeladen. Tja. So ist das Leben einer Magierin, einer Hexe und ich finde es cool, ich finde es schön. Ich selbst habe auch 3 Kinder. Ja, ich liebe auch Kinder. Wir haben auch oft Kinder zu Besuch. Falls es laut wird, dann wisst ihr Bescheid. Heute ist es hier so eine reine, coole Party. Ja, wir waren auch schon essen, Eis essen, ja, so Leckereien essen. Wie gesagt, manch einer würde sich denken, das ist doch langweilig und ich denke mir, das ist genau interessant und das ist genau cool. Also, auf diesem Grund, ja, ist es jetzt so eine Geschichte hier geworden. Ich teile das gerne, weil was mein Kanal ausmacht, mein Kanal hat eine auch menschliche Komponente. Ja. Ich teile auch meine Themen mit euch und das mache ich gerne. Ja, das, was mich bewegt, was mich vielleicht bedrückt, das teile ich. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich finde, die Dosierung muss stimmen. Wenn man zu viel davon macht, dann ist es irgendwo dann ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. Da muss man gucken, es ist immer noch öffentlich. Ja, nicht jeder geht damit in Resonanz. Und naja, wenn das aber passt, dann ist es wirklich wie so eine coole Family und ich möchte, dass ich das Gefühl habe, ich kann mit euch auch mein Leben irgendwo teilen, ja, und das habe ich auch bei euch und aus diesem Grund auch gerne heute teile ich mit euch eine Legung, weil ich gut drauf bin, weil ich fühle, dass ich etwas mitzuteilen habe, ja. Gut, welcher Gedanke lässt ihn nicht in Ruhe? Vielleicht wird es eine knappe Legung werden, wenn ich da zu viele Geräusche höre im Hintergrund. Ja, da muss ich vielleicht eingreifen und für Süßigkeiten sorgen oder für, ja, ich will nicht sagen, ich ernähre meine Kinder mit Erbsen, Torte oder sonstiges. Ja, sowas will ich nun mal nicht machen. Kinder sollen Kinder bleiben. Aber mal sehen. Schön, dass ihr dabei seid. Danke für euren lieben Worte, für euren lieben Kommentar. Ich schätze das Ganze sehr. Ich liebe das, was ich tue. Und es ist auch letztendlich egal, wie viele Likes, wie viele Abos ich habe. Es ist mir wirklich egal. Ich habe schon so viele Abos verloren durch diese meine Art, ja, die ich dann gerne zum Vorschein bringe. Für mich ist es nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, ich investiere meine Lebensenergie in das Ganze, ja, und ich möchte ein Mensch sein und nicht nur noch Hände zeigen, ja, und schön Geld verdienen mit den ganzen Legungen, denn darum geht es hier gar nicht. Geld verdienen kann ich ja auch, wenn ich will, woanders, ja, das geht, und aus diesem Grund drücke ich euch ganz lieb, ja, verströme eine tolle Energie und lasst uns mal nachschauen, wie es denn bei ihm aussieht, bei deinem Herzensmenschen. Du kannst seinen Namen laut sagen. Und ich schaue nach, wie es ihm geht. Ja, meine Lieben, man kann Karten legen, wenn man in Partylaune ist. Kann man machen, das musst du immer selbst entscheiden. Ja, denn ich gebe immer wieder Tipps für angehende Tarotleger. Ich möchte, wenn du dann schon Karten legst, sei es du bist dann auf YouTube, dass du dann, sei es auch irgendwo sagst, ja, ich habe zum Beispiel einiges bei Anna da gehört. Ja, dass du dann nicht im Stillen klaust, sondern dass du ganz genau sagst, Anna hat mir da was erzählt. Und das habe ich ja so beherzigt. Ja, na gut. Bei dir sehe ich nicht so die Partylaune, wie vielleicht jetzt bei mir ausgebrochen ist. Aber ich liebe meine Geburtstage. Egal wie alt ich werde, ich finde das immer interessant, wenn andere sagen, oh, ich bin schon 40 und das ist so schlimm.
ich meine, ich bin 40 und das ist cool. Ja, meine Tochter sagte: Mama, du siehst niemals wie 40 aus. Ja, okay, geht es ums Aussehen? Um was geht es denn da eigentlich? Ja, das ist doch nicht das Wichtigste. Hauptsache, man feiert eben die Geburt. Ja, dass du da bist, dass deine Kinder da sind, dass da eine Fortsetzung gibt. Das ist doch spannend. Ja. Was sehe ich hier bei dir? Dass du ein bist von dem ganzen too much von ihm, ja, too much von ihm. Zwar, ne, könnte eine gute Energie sein, aber trotzdem macht dich hier etwas stutzig. Ja, König der Stäbe, Ritter der Stäbe, vielleicht sogar bei einigen von euch gibt es hier zwei Männer, aber dennoch bist du nicht so zufrieden mit dem Ganzen, mit der Entwicklung und du wartest hier ab, ja, entweder soll da eine Bindung zunichte gehen, die andere soll sich mehr entwickeln. Also die erste Karte ist schon mal fünfte Kelche. Ja, das ist nicht jetzt die Feierlaune-Energie. Nee, das kann ich hier nicht bestätigen. Leider, ja. Alles hat seinen Sinn, alles darf sein. Lass das einfach zu. Auch wenn du das jetzt durch diese Legung wieder gespiegelt bekommst, ist es doch okay. Lass die Emotionen auch durch und selbst wenn du das total grottenschlecht findest, dann darfst du ruhig weinen, du darfst ruhig emotional werden, das ist okay. Also, wir hatten ja in der letzten Legung gesehen, dass er da mehr so in die Energie geht, wo er begreift, okay, er muss mehr geben und er kann mehr geben. Ja, der war in seiner Ressource, wo er dann gesagt hat, okay, jetzt bin ich in der Lage, eben ihr mehr zu zeigen, ihr mehr zu geben. Für dich kommt es vielleicht jetzt mehr so rüber, falls es eine Entwicklung gab oder es wird noch kommen. Ja, vielleicht ist es nur noch die Zukunft, sei es, ja, Zukunftsglocken, die hier läuten, dass du das Ganze empfängst und dir denkst, okay, schön aufgemacht, schöne Aufmachung, aber was heißt das denn für dich? Ja, wie kannst du damit leben? Ist es für dich das Wahre? Und ja, bleib einfach dran. Ja, bleib auch bei deinen Ängsten, bei deinen Gefühlen, bei deinen Kakerlaken, möchte ich gerne sagen. Ja, bei diesen Gedanken, die sich vielleicht darauf stützig machen. Oha, jetzt aus dem heiteren Himmel kommt er da wie gerufen und er ist bereit, mir hier das Beste zu servieren. Ja. Achtung. Und vielleicht ist es für dich so wie Vorsicht, ja, wie so Red Flags. Okay, ist es jetzt echt? Ja, weil oft rufe ich euch dafür auf, dass ihr wirklich schaut, wo sind die Red Flags? Ja, wo ist es vielleicht too much? Und hier kann so eine Situation jetzt da sein, ja, weil das war ja jetzt wie so eine Art Signifikation, erstmal zu gucken, was ist denn jetzt los? Lass das einfach zu und lass ihn bitte weiterhin nachdenken. Denn oft überholen die Gefühle den Verstand. Und wenn es denn der Fall ist, besonders bei ihm, ja, dass die Gefühle den Verstand überholen, dann muss es nicht heißen, dass das jetzt Endergebnis ist. Ja, das muss nicht Endergebnis sein. Das kann ja wie so ein Zwischenstand sein. Das muss jetzt nicht letztendlich Happy End sein oder das, was nur noch sein kann, sein. Ja, da entwickelt sich noch einiges. Und welche Gedanken gibt es jetzt bei ihm? Sei es, welcher Gedanke lässt ihn nicht in Ruhe, lässt vielleicht sich nicht in Ruhe dein Wochenende genießen, in Ruhe irgendwas feiern. Was könnte das sein? Ja, also der Gedanke hier, dass du alles so schön haben möchtest. Ich denke, es bedarf jetzt hier ein paar Legungen, wo ich tiefer reingehe, so rein psychologisch reinschaue, ohne jetzt Party zu machen und zu gucken hier auf euch. Das kann ich ja morgen schon mal machen, abends, wo ich gucke,
was ist sein Problem an sich? Ja, heute ist es mir so, okay, was ist jetzt da? Was ist jetzt an der Oberfläche? Das kann ich jetzt gut einfangen. Und jetzt ist mir sowas da wie deine Vorstellungen. Und er versucht jetzt deinen Vorstellungen gerecht zu werden. Ja, sie hat es sich gewünscht. Und jetzt muss ich mal mein Bestes geben. Jetzt muss ich mal mein Bestes geben. Will ich das? An sich schon. Ja, an sich schon möchte ich auch in diesen wunderbaren Energien des Königs der Kelche bleiben. Ich möchte hier schon zeigen, dass sie mir wichtig ist. Aber irgendwas, irgendeine Komponente, die stört sogar mich. Ja, die stört sogar mich, damit ich sei es vollkommen sagen könnte, das ist jetzt integer. Ja, so ganz integer ist es für mich hier noch nicht. Ja, das reift noch. Wieder guter Wein, wieder guter Cognac. Das braucht noch so seine Zeit. Welcher Gedanke über dich lässt ihn hier nicht in Ruhe? Seelenpartnerschaft auf jeden Fall. Ja, auch seine Gefühle für dich. Dieser Mann empfindet Gefühle für dich. Sei es in Form von Liebe, Zuneigung, Zugehörigkeit. Und jetzt ist nun mal an der Zeit, das Leben, was er führt, mit dir zu verbinden, sodass du in das Bild seines Lebens auch dazugehörst, dass du nicht irgendetwas Ausgesondertes bist, sondern du gehörst einfach dazu. Ja, und das hat er schon begriffen. Jetzt ist nur noch die Handhabung. Wie macht er das? Ja, wie bewerkstelligt er das Ganze? Wie macht er das denn? Hat er sich vielleicht schon mal was überlegt? Wir gucken uns das jetzt an. Ja, außer dass er hier festhalten möchte, außer dass er sagt, sie ist ja auch ganz schön enttäuscht von meinem Handeln. Wenn sie ich wäre, sagt er hier, könnte sie hier ganz cool rüberkommen. Sie würde sich sowas von mega krass verhalten, so richtig anders, richtig selbstbewusst, nicht wie ich, so überfordert und so total irgendwo vielleicht verloren. Ja, sie würde sich anders zeigen. Das denkt er. Ob du das bist, das wissen wir jetzt nicht, ne? Das kannst du wahrscheinlich selbst am besten einstufen. Na dennoch, hier kommt auch die Herrscherin. Die Herrscherin, aber das ist eine resolute Herrscherin. Wenn es für die Herrscherin hier nicht passt und egal wie gut sie drauf ist, egal wie gut sie von sich selbst Bescheid weiß, kann sie auch so weit gehen, dass sie auch ihre eigenen Wünsche, auch ihre eigene Komfortzone hier verlassen kann. Oder Wünsche eben sogar riskieren kann, opfern kann, zerstören kann irgendwo, Einsamkeit, Stärke. Ja, er muss jetzt Stärke oder soll Stärke zeigen, Angst und Mut. Ja, einerseits Angst, andererseits Mut. Ja, nicht einfach. Ja, solche konträren Emotionen kommen hier rüber. Aber dass er sich einsam fühlt, das sehe ich. Und dass er dich auch so einstuft, dass du an sich alles hast, was eine Frau haben muss oder zu haben hat. Ja, eine Herrscherin, was soll sie denn haben? Sie verkörpert ja so gut wie alles für ihn. Sie hat all die Gaben und er muss jetzt hier nun mal stark sein. Einerseits ist er mutig, andererseits ist er leider ängstlich. Ja, die Ängste, die spielen hier eine große Rolle. Immer noch, ja gut, wir sind alle Menschen, ja. Hier kommt eine Katze, beanspruche deine Unabhängigkeit. Siehst du, das ist jetzt egal, wie er die sieht, was er denn da denkt. Du darfst du sein, du darfst aus der Reihe tanzen. Ja, du darfst deine Geburtstage so feiern, wie es dir gefällt. Du darfst mit Katzen feiern. Du darfst alles machen, wie du es für richtig hältst. Du musst dich nicht an irgendwelche gesellschaftlichen Normen oder Rahmen halten. Du bist du und lass mal los. Ja, lass los. Loslassen. Loslassen. Wovon? Von ihm, von dem ganzen Zeug drumherum. Ja, wie sehen mich die Nachbarn? Was sagen denn die Leute, wenn die uns sehen oder wenn die mich sehen? Ja, wie verhalte ich mich?
Das soll dir so wirklich wie Schnuppe sein, was die anderen sagen. Du lebst dein Leben. Ja, einmalig. Okay. Welcher Gedanke noch? Noch ein bisschen tiefer. Noch ein wenig tiefer. Immer noch. 5. Stäbe. Diese Energie werden wir dann morgen aufdecken. Hier, ich überlege mir so einen Titel. Hier kommt nochmal diese 4 der Kelche. Welcher Gedanke noch? Er scheint hier doch noch unterschwellig verloren zu sein. Weißt du, und seine Bedenken gehen in die Richtung, ich möchte sie nicht mehr verletzen oder nicht noch tiefer verletzen. Darum geht es hier. Und er möchte das gerne umgehen, ja, sodass sei es deine Wünsche hier doch noch gesehen werden, doch noch erfüllt werden können, sodass du auch sagen kannst, ja, mit diesem Mann kann ich tatsächlich weiterziehen. Ja, mit diesem Mann sehe ich auch meine Zukunft. Ich als Herrscherin möchte das behalten. 4 der Münzen, Herrscherin, Page der Stäbe. Ja, das ist ja wie so ein Impuls für dich. Ja, okay, ich behalte das in meinem Leben. Und der Teufel kommt immer wieder mal. Ja, der Teufel kommt immer wieder, weil er hier auch nicht loslassen kann. Du ja auch. Du schaust dir immer wieder, sei es meine Legungen an, du schaust dir diese ganze Geschichte hier an. Ja, und diese Reihenfolge erzählt darüber, dass er mehr hier auch abhängig ist von dir als du von ihm. Aber du bist auch noch in der Beziehung drin. Ja, du bist auch in dieser Geschichte drin. Und der liebe, gute Herr lenkt das Ganze. Der Teufel muss nicht immer der Schlimmer sein. Also es ist nun mal eine Energie, ja, und wie wir den Teufel ausmalen, so ist er. Aber der Teufel, der sorgt dafür, dass wir sehr gut entspannen können, feiern können, dass wir genug Geld verdienen. Teufel steht ja eben für diese Ressourcen, für Geld, für Feiern, für Genießen, schönes Essen. Ja, das ist alles Energie des 15. Arkanum. Also ihn ganz zu verteufeln wäre ja verrückt. Wir sind auf der Erde und diese wunderbare Erde, die hat die Welt, die hat so viel Schönes uns zu bitten, uns zu zeigen, und das, was wir genießen, genau das lieben wir. Lieben wir. So, jetzt. Ich denke sogar abschließend, was würde er dir hier mitteilen wollen? Schon wieder sagt er, ja, du bist enttäuscht, aber er vermutet, du hast Gefühle für ihn. Also egal, wie du diese versteckst, weiß er, dass du Gefühle für ihn hast. Hier kommt der Page der Kelche und hier kommt 9 der Kelche und er weiß Bescheid. Auch du kannst es genießen, du liebe Königin der Stäbe, ja, du Seelenpartnerin. Und zeig ihm mal auch so irgendwie die Richtung, wo es lang gehen kann für euch, ja, damit es hier transformiert werden kann. Ich höre jetzt auf, sonst haut er ab. Alles gut. So, er hat deine Energien ganz gut erfasst in dem Ganzen, was er da immer wieder bedenkt, ja, seine Gedanken zum Auftanken. Ich hatte irgendein so ein Radio gehört und dann kam immer wieder so eine Sendung, Gedanken zum Auftanken. Was wäre denn hier so ein Gedanke zum Auftanken? Das hieß wahrscheinlich so, du hörst jetzt irgendeinen Gedanken, damit du dir energetisch besser geht. Okay, Gedanke zum Auftanken. Fokussiere dich auf das Positive. Schön. Ich hoffe, du konntest auftanken. Ich wünsche dir eine tolle Zeit. Like dieses Video, abonniere meinen Kanal. Sieh bitte davon ab, falls du es nicht so schön findest, dass ich jetzt heute so ein bisschen anders bin. Ja, sieh das einfach mal lockerer. Ja, sieh das so locker, wie du kannst. Und man kann ja auch die Komfortzone verlassen. Und das ist das Gute daran. An der Komfortzone. Ne? Ja, für private Legungen stehe ich euch zur Verfügung und in der nächsten Zeit werden wir uns diese Blockaden hier, diese 5 der Stäbe, 5 der Kelche genauer anschauen. Ja, was ist denn das ganze Unterschwellige, was noch da ist? Aber erstmal fokussiere dich auf das Positive. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wurde schon gerufen.
Mach's gut und ciao.